Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in der gestörten Abteilung, da wo wir hingehören. Oh, hier sind ja alle Leute. Ja, nice, aber wir haben Beweise dich dabei, das heißt, vielleicht wird es ja richtig geil dann hier. Gibt zumindest auch ein bisschen Blutpunkte. Kate, such dir andere Freunde. Ja, die beiden Boys, die gehören mir. Ich habe heute Autodidakt dabei, beweise dich, wie ich auch schon sagte. Dann Balance Landing und zu guter Letzt noch Einfühlungsvermögen. Ach, es ist Ruin sogar dabei. Guckt euch mal die Core-Punkte an bereits. Das ist echt heftig. Also, meine Güte. Wenn du Beweise dich am Start hast, also, da gibt es schon immer richtig die Points. Ich meine, das ist der erste Gen, Leute. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der erste Gen. Und wir haben schon, ich glaube, über die Hälfte der Punkte jetzt in der Kategorie. Das ist schon krass. So, Dwighty Boy. Ja, die hat daneben geschlagen. Er wartet in der Palette. So schnell kann sie doch nicht wieder in die Fähigkeit rein, Leute, oder? Nee, die faked. Okay. Wäre aber auch unlogisch gewesen. Lass dich nicht verarschen, Dwight. Ruin ist weg. Wieso? WTF, der Dwight steht da noch immer und sie... Wie, muss ich das verstehen? Nee, oder? Naja, gut. Vielleicht können wir unseren Autodidakt ein bisschen pushen. Komm her, hier. So. War schon mal... Ah ja, der erste Skillcheck, geil. Wäre schon cool, wenn wir jetzt ein paar Stacks sammeln. Yes, ab jetzt haben wir einen positiven Effekt drauf. Einen dritten Skillcheck, dankeschön, würde ich noch nehmen, wollte ich gerade sagen. Ich würde auch noch einen vierten nehmen, so ist es nicht. Entitus. Wenn du gut drauf bist, ja geil. Vier Stacks bei Autodidakt durch eine Person hochheilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir vielleicht richtig geil die Leute nachher hochheilen. Nun gut, okay. Der Generator ist so schön weit eigentlich da hinten gewesen. Was machen wir denn jetzt? Okay, du sagst, wir gehen hier ran. Dann mach ich mal eben mit. Oh, warte mal, der da oben wird geheilt. Ah, ist schon hoch. Okay, wieso? Sie verliert die Leute scheinbar relativ schnell. Ich weiß aber, da hinten ist sie immer noch. Okay, oh, zum Glück. Ich riskier's. Sie nach oben. Ah, sie hat die Kate erwischt. Also ich könnte auch in der Theorie jetzt umswitchen und mir denken, ich gehe jetzt auf Totems. Zwei Totems sind, glaube ich, schon weg. Oder war das... Also da vorne war gerade ein zerstörtes Totem. Aber ich glaube nicht, dass das Ruin-Totem war, oder? Okay, Ace, komm, wir gönnen uns. Also wenn du Beweise dich dabei hast, du hast so schnell die Zielkategorie voll, das ist unglaublich. Also wenn man Blutpunkte geiern will, ich kann es euch nur empfehlen, nehmt es mal mit. Wird sie noch gejagt oder nicht? Ja, da war hart im Nehmen. Ich suche jetzt aber, glaube ich, trotzdem mal nach den Totems vielleicht. Da ist drin. Und die Person liegt, okay. Da hinten war auch noch ein Totem. Okay, wir bleiben erstmal hier. Ich hoffe, dass niemand hierher gerannt kommt oder so und die Aufmerksamkeit auf uns zieht. Da ist der zweite Gen. Rin, da würde ich hingehen. Okay. Okay, Leute, durch Autodidakt können wir sie vielleicht sogar relativ schnell hochheilen. Komm, bleib hier, Kate. Bleib hier. Okay, dankeschön. Nice. Ein Skillcheck, bitte. Dann habe ich Autodidakt auch voll. Das wäre halt schon ziemlich gut. Da vorne ist sie doch. Oh, shit. Hier, ich tank mal ein. Fürs Team oder so. Aber sie will die Kate. Okay, sie will die Kate haben. Hm. Ein bisschen tunneln. Warum auch nicht... Ich meine, ich habe mich da jetzt ja schon wirklich auf dem Silbertablett angeboten.
Die Kate. Ah, hat den Strike. Nice. Immerhin. Dann gibt's noch mal eine kleine Lektion. Vielleicht. Ich glaub zwar nicht daran. Aber, ne? Vielleicht kann sie noch ein bisschen Zeit rausholen. So, ich könnte natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich könnte natürlich auch hingehen und nochmal tanken. Jetzt möchte er sich die Punkte geiern. Alles klar. Ja, Zielkategorie. Oh, Dwight, BB. Zielkategorie ist bei mir auch schon fast voll. Also, I feel you. Irgendwie muss ich auch ein bisschen was anderes machen. Aber irgendjemand muss natürlich auch weiterhin die Gens machen, ne? Da hat er natürlich auch recht. So, siehst du, zack. Maximale Punktzahl in der Zielkategorie. Beweise dich, sei Dank. Das ist schon heftig, also es reicht im Prinzip, wenn du irgendwie ja einen Generator mit dem Mate komplett durchmachst, dann hast du schon, weiß ich nicht, bestimmt drei Viertel oder so voll. Und da hinten ist sie. Der Dwight verfolgt mich, aber sie ist auch relativ ruhig, sie heilt sich sogar. Sie wird unruhig. Kate, was passiert? Oh, Kate wird gejagt. Okay, also wir haben eine tunnelnde Killerin. Oh, shit, triggert's? Nein. Bin ich vorhin auch schon mal raus, ne? Hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es nicht triggert, ja. Okay, also so ein bisschen auf Krampf wird hier weggetunnelt. Das heißt, wir sollten uns wahrscheinlich besser nicht erwischen lassen. Wir machen dann mal trotzdem hier die Generatoren weiter, obwohl ich einmal kurz... Weiß ja nicht, ob sie Barbecue hat. Scheint ruhig zu bleiben. Balance Landing ist nicht so schlecht. Können wir ganz easy im Haus triggern. Weiß natürlich nicht, wie es palettentechnisch jetzt hier hinten aussieht. Lassen wir uns überraschen. Also normalerweise... Oh, ganz hinten. Normalerweise wäre Autodidakt halt jetzt einfach richtig geil, bei der ersten Person, die wir hochgeheilt haben, direkt auf Stufe 4 hochzukriegen. Aber wenn sie jetzt immer wieder zurück zum Haken kommt, direkt wegtunnelt, ist es natürlich schwer. Da muss man das irgendwie so hinkriegen, dass sie eben die Person nicht erwischt. Der hat es noch reingeschafft. Da drin sind, glaube ich, noch ein paar Paletten. Also vielleicht kann er da jetzt noch Zeit rausspielen. Da springt er raus. Sie geht hinterher. Sie geht nicht nach oben. Okay. Da müsste er noch eine Runde schaffen. Das ist ganz geil, ne? Dass du mit Einfühlungsvermögen hier schön die Leute stalken kannst. Oh, nice, Leute. Wir arbeiten hier jetzt am letzten Generator. Geil. Da müssen wir zusehen, dass wir einen Ausgang finden. Ah, die Totems wurden, glaube ich, aber nicht gemacht. Hm, schwierig. Ich meine, ich ziehe den Gen jetzt durch, weil sie jagt sowieso dem verletzten Typen hinterher. Und sie hat kein Nöd. Okay. Das ist doch schon mal eine Ansage. Das ist doch schon mal eine Ansage. So, hier war jetzt ein Ausgang. Ich renne jetzt einfach mal weiter. In der Hoffnung. Oh, der andere ist dort auch. Luca haben wir hier. Okay, da wurde direkt gerettet. Tunnelpunkt Exe wird wieder gestartet. Hard im Nehmen ist aber dort am Start gewesen. Das haben wir ja eben schon gesehen. Ey, so schade, ne? Autodidakt mit 4 Stacks. Das, so werden wir es wahrscheinlich beenden. Hast du auch nochmal den Strike? Hast du auch... Du hast Hard im Nehmen gar nicht benutzt, oder? Habe ich das verpasst? Das Spektakel. Also, wir haben Autodidakt. Vielleicht können wir ihm helfen. Okay, ist jetzt jemand geschlagen? Dann los, lauf. Oh, ich würde nochmal einen Hit tanken. Hinter wem ist sie hier? Hinter mir? Okay. Leute, raus mit uns. Ich schaff's, oder? Yes. Oh, ich hätte gar nicht rausgehen müssen. Shit. Ich habe dadurch einen Köttel in der Buchs. Habt ihr gemerkt, ne? Ich hätte noch gar nicht gehen müssen. Die ist weg. Ah, verdammt. Aber wir konnten dem einen hochhelfen. Der Dwight müsste safe sein. Wir haben nicht den Bug. Perfekt. Genau, du müsstest... Ah, sie hat den anderen noch erwischt. Shit.
Der Dwight müsste safe sein, weil er halt so mega weit weggerannt ist. Irgendwie so voll ins Nirvana. Und da sehen wir den klassischen Dwight. Ich meine, er ist ja ein Dwight-Main. Dementsprechend hätten wir uns natürlich jetzt denken können, dass er nochmal in den Schrank reingeht. Keine Selbstheilung leider. Dann müsste er wahrscheinlich jetzt einfach gehen, ja. Das ist ärgerlich, schade. Hätte ich jetzt hier gestanden, obwohl vielleicht wäre Rin dann auch dorthin gekommen, hätte mich rausgejagt. Aber dann hätte ich ihn hochheilen können wahrscheinlich. Er mich auch. Und dann hätten wir vielleicht zusammen helfen können. Ach Mensch, ärgerlich. Da hat es nochmal den zweiten Typen erwischt, der Ace. Schade. Schade, schade, schade. Also ich wollte den auch unbedingt haben, ne? So wie beim ersten, bei der Kate. Die Kate wollte sie auch so richtig auf Krampf. Also die konnte auch nicht wirklich was tun. GG an den Killer und natürlich auch an meine Mates. Wir haben einen Pip bekommen. Zweimal Schillernd, einmal Gold, einmal Silber. Und ja, 19.000. Ich denke, das geht in Ordnung. So, Stridor, Pop Ghost Weasel, Barbecue und Ruin. Alles klar. Ich bin raus, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wer mögt. Bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Hard tunneled that Kate. That's true. Yes.